Let me see you. Yeah. Let's see. Let's see again this side. Scholl. Ja, eigentlich war es nur ein Schulterrempler von Schönberg. Aber Leichtgewicht Scholl fällt auch leicht. Und zum Glück ist es außerhalb des Strafraums. Wenn Scholl schießt, dann schießt er in jedem Falle mit dem rechten Innenriss. Macht auch hier. Über die Mauer geht's, aber auch weit über den Kasten von Kraus. Oh, leichtsinniger Fehlpass von Novak. Da muss er noch dran feilen. Und zum Glück kommt die Flanke von Scholl ein bisschen sehr, sehr weit. Und selbst der schnelle Brasilianer Elber kann sie nicht mehr erlaufen. Dafür zeigt er aber nun in der Spielunterbrechung seine glänzende Ballbehandlung mit diesem gewollten Schlenzer ins leere Erfurter Tor hinein. Christian, rufe Ball! Ja! Bleiben hier, bleiben. Geh zu jetzt, Christian! Matthäus Pass genau in den Lauf wieder von Elber hinein, aber gut abgeklemmt, gut abgeklemmt. Von der Erfurter Abwehr, Schmidt war es diesmal. Gestern Abend live im Erfurter Stadion war, glaube ich, spürbarer und deutlicher zu erkennen die Laufbereitschaft der Erfurter Mannschaft in den ersten 45 Minuten. Hatten sie läuferisch fast keine Nachteile gegen die Bayern. Aber ich glaube, und das hat sich dann auch bestätigt, durchzuhalten war das Tempo des Spieles von der Regionalligamannschaft nicht in dieser zweiten Halbzeit. Von der Auswechselbank und vor allen Dingen von den beiden temperamentvollen Trainern Trapattoni und Cortes wird die Mannschaft immer wieder angefeuert, angetrieben. Das Resultat schmeckt ihnen nicht und das ist Rizzitelli, der Italiener. Und das ist die Flanke und das ist der Direktschuss von Elber und eine weitere Glanzparade von Kraus. Komm, Miguel! Bravo!
Sie hören im Hintergrund die Rufe der treuesten Erfurter Fans, Ronny für Deutschland. Damit wird es noch ein bisschen Zeit haben, wenn überhaupt. Aber der junge Erfurter kann stolz sein. Er hat ein großes Abschiedsspiel bekommen. Und sein Weggang von dieser Rot-Weiß-Mannschaft bereitet natürlich dem Erfurter Fußball Schmerzen und Probleme. Aber die Fans verabschieden ihn mit Würde, mit Anerkennung. Und sie wissen, dass man als junger Fußballer so eine Gelegenheit und so ein Angebot von der berühmtesten deutschen Fußballmannschaft nicht ausschlagen kann. Ein super Pass von Matthäus wieder. Genau in den Lauf von Rizzitelli. Aber das Erfurter Abwehrzentrum zum wiederholten Male steht ganz geschickt. Und immer wieder treibt Matthäus an und immer wieder verteilt er die Bälle auf den rechten Flügel, auf den linken Flügel, hier Nährlinger, rückt dann selbst mit nach. Was er macht, der 36-Jährige hat unverändert Hand und Fuß. Und auch hier bei dieser Situation war die Erfurter Abwehr wieder schnell und ganz geschickt herausgetreten, sodass Nährlinger deutlich im Abseits stand. Alles Merkmale, vielleicht nur kleine Merkmale, dass sich diese Erfurter Mannschaft in den letzten zwei, drei Monaten deutlich verbessert hat, auch im taktischen Verhalten. Vielleicht sind wirklich erste Silberstreifen am Horizont zu erkennen für eine bessere Zukunft des Erfurter Fußballclubs. Hier haben wir Zickler, den Ex-Dresdner, auch ein Mann, der in erster Linie wegen seines Sprintvermögens, Antrittvermögens zum FC Bayern gekommen ist. Mann mit einer gewaltigen Übersetzung. Ja, da war in die Zange geraten, der Fink. Spielgeschehen hat sich insgesamt spürbar, sichtbar gewandelt in dieser zweiten Halbzeit. Den Erfurtern fällt es schwer, sehr, sehr schwer, noch über die Mittellinie zu kommen. Ja, in diesem Spiel sicher, will nicht sagen ein historischer, aber doch ein des Festhaltens werter Augenblick. Ronny Hebelstreit beendet damit seine aktive Laufbahn hier beim FC Rot-Weiß Erfurt. Bekommt noch einmal den fraglos verdienten Beifall der knapp 20.000 Zuschauer. Wird sich jetzt sogar auf eine Ehrenrunde im Stadion begeben, um sich selbst noch einmal sichtbar von seinen Fans zu verabschieden. Eine schöne Geste. Und das alles passt in den absolut sportlich fairen Charakter des Abends.
Für Hebelstreit ist der kleine Ungar Biro hereingekommen, Mate Biro. Und hier hat er gleich eine Chance ist es nicht, aber eine Gelegenheit, irgendwie aufzufallen und zu glänzen. Aber die Aufgabe gegen zwei Bayern war in jedem Fall ein bisschen zu schwer gewesen. Dribbelfreudig ist der kleine Ungar. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber leider ist er bisher mehr ein Fummler als ein Dribbler. Immerhin, wenn man an die Stadionuhr schaut und weiß, dass das Spiel nun eine gute Stunde fast gelaufen ist, da ist das Resultat schon fast sensationell. 1:1, der Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt gegen den großen FC Bayern München. Den meisten im Stadion ist natürlich klar, bei diesem Resultat wird es nicht bleiben. Aber immerhin. Gibt es auch Auswechslungen auf der Erfurter Seite, die haben wir nun nicht extra im Bild festgehalten. Ich sagte Ihnen ja schon, welche Auswechslungen es gegeben hat. Also der Franzose Lisa Rousseau ist jetzt hereingekommen. Er trägt die Nummer 11 und spielt ganz deutlich erkennbar auf der linken Außenbahn. Ich habe ihn schon vor einigen Jahren kennengelernt, als ich noch für Eurosport in Paris arbeiten konnte. Da war er in den Reihen von Girondin Bordeaux ein auffallender, ganz starker, antrittsschneller linker Außenverteidiger mit einem beinharten Zweikampfverhalten, mit immer wieder schnell angesetzten Vorstößen in die Offensive hinein, und ich bin überzeugt davon, wenn er seine langwierige Adduktorenzerrung überwunden hat, wird er ein ganz starker Spieler auch bei Bayern München. Auf der rechten Seite bei den Münchnern jetzt auch ein Nachwuchsspieler von den eigenen Amateuren mit Namen Markus Weinzierl ins Spiel gekommen. Rizzitelli. Den Erfurter Spielern, was völlig normal ist, fällt es jetzt immer schwerer, an den Ball zu kommen. Die Unterschiede in der Klassenzugehörigkeit werden nun doch auf dem Rasen immer auffallender. Geschäftsleute würden sagen, da spielt in Weiß
Eine Mannschaft, die einen geschätzten Verkaufswert von knapp 100 Millionen Mark besitzt. Der Verkaufswert der Erfurter Regionalligamannschaft ist, na sagen wir, mit gut 150, im Höchstfalle 200.000 Mark einzuschätzen. Damit ist alles gesagt, auch auf dieser Strecke, die ich allerdings, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, nicht so sehr mag. Rizzitelli. Das ist der Lissarassu. Biro gegen Lissarassu. An Interesse hat das Spiel in keinem Falle verloren, wenn nun auch die zweite Halbzeit eine ganz einseitige Angelegenheit ist. Aber immer noch steht es 1:1. Und eigentlich fragen sich alle im Stadion, wann gehen sie denn nun in Führung, die Bayern. Da. Zucker hat ja in der vergangenen Saison beim FC Carl Zeiss Jena gespielt, ist aber wenig zum Einsatz gekommen. Vielleicht, weil er auch nicht auf die richtige Position gekommen ist. Vielleicht auch, weil er doch in seiner Handlungsschnelligkeit ein bisschen langsam ist, da könnte er zulegen. Aber für die Erfurter Mannschaft, für die Regionalliga ist der Fraglos ein ganz wertvoller Spieler. Und wenn Jan Wehrmann wieder fit sein sollte, dann wird es ein gutes Gespann. Und nun in der 65. Minute, da ist es passiert. Rizzitelli freigespielt. Von Scholl und auch Nährlinger waren mit drin in der Aktion und diesmal war es kein Abseits des Italieners. Und demzufolge die 2:1 Führung des FC Bayern, also in der 65. Minute. Mehr als eine Stunde hat Rot-Weiß resultatmäßig zumindest Paroli bieten können. Aller Ehren wert.
Ja, da läuft natürlich das Dreieckspiel von hinten heraus. Ja, da wollte Schukta gegen Babbel einen sogenannten Beinschuss machen, durch die Beine spielen, aber natürlich muss man voraussetzen, dass das gegen einen Bayern-Spieler seltener gelingt, als vielleicht am kommenden Sonntag gegen den Spandauer Sportverein. Da werden übrigens die Erfurter Fußballanhänger zwei alte Bekannte wieder treffen, Dragunov und Roslakov. Die beiden Ukrainer, die ja noch bis zum Vorjahr auch hier in Erfurt gespielt haben, sind jetzt beim Spandauer Sportverein. Kein Abseits und Zickler. Und wird genau im letzten Augenblick absolut korrekt von Novak gestoppt. Jetzt allerdings ist er frei, Zickler, und jetzt macht er das Tor. 70. Minute, das 3:1. Das 3:1 für Bayern und die gewachsene Klasse des Ex-Dresdners hier erkennbar. Er knallt nicht, er hebt, er schlänzt den Ball über den herauslaufenden Kraus. Damit also keine Chance für den Erfurter Torhüter. Und die Normalität, auch im Ergebnis, ist damit eingezogen im Erfurter Steigerwaldstadion. Jetzt der Doppelwechsel bei den Erfurtern. Wie angekündigt von mir, ist also auch nun auch ganz leicht angeschlagen Schönberg heraus. Und der Afrikaner Taubmann ist auch gekommen. Spielerisches Talent hat er, der Afrikaner. Aber an die scharfe Gangart, die dem deutschen Fußball insgesamt eigentlich in allen Klassen nachzusagen ist, an die muss er sich erst noch gewöhnen. Genau wie die beiden Ungarn, Biro und Notch. Alle können sie etwas am Ball. Gute Hallenspieler sind sie. Aber, wie sagt ein Otto Rehhagel, auf dem Rasen geht's. Da sind sie alle drei noch nicht durchsetzungsfähig genug. Mit der 14 hier unten am Bildrand. Bei den Erfurtern jetzt Dominik Schneider, der also hereingekommen ist und die rechte Außenbahn nun besetzen soll. Durch die vielen Spielerabgänge bei Rot-Weiß mit Saisonende ist der Jürgen Raab nun mehr oder weniger auch gezwungen, Spieler aus der zweiten Mannschaft, aus der Landesliga immer wieder mit einzubauen hier in die Regionalliga, und dazu gehören also Dominik Schneider und auch der eingewechselte Ronny Fuhrmann. Er spielt mit der Nummer 12. Das wiederum hat natürlich zur Folge, dass die zweite Mannschaft des FC Rot-Weiß in der Thüringenliga fast abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt. Die Klasse
nur schwer wird halten können. Wieder eine Schmidt-Flanke und wieder ein Einsatz von Schneider und bringt er den Ball nach innen. Aber zu scharf und außerdem waren in der Angriffsmitte im Zentrum die Erfurter Spieler wohl etwas zu nah schon aufs Bayern-Tor zugelaufen und keiner war für einen Hinterhaltsschuss bereit. Thorsten Fink mit der Nummer 17 vom Karlsruher Sportclub gekommen. Und diese Aktion zeigt es noch einmal ganz deutlich. Er ist also auch bei Bayern München mehr fürs Grobe zuständig. Tilfsflanke, schön hereingezogen, aber da hätte schon einer vor Kahn springen müssen. Und da fehlte dann der Ronny Hebestreit schon. Ich glaube schon, da war ein Erfurter dem Scholl schon in die Beine gefahren. Das wäre eine gefährliche Situation gewesen, aber die Bayern bleiben am Ball. Scholl. Ah ja, das ist natürlich seine Riesenfähigkeit, auch in der Ballannahme unglaublich schnell zu sein. Das sind dann alles fließende Aktionen. Das macht ihn oftmals, nicht nur hier im Erfurter Stadion, sondern auch in der ersten Bundesliga, zu einem auffallenden Akteur. Aber oftmals lässt er sich dann auch ein bisschen hängen und wenn er scharf zugedeckt wird von einem Gegenspieler, der ähnliche Bewegungsschnelligkeit hat, dann kann er oftmals von der Bildfläche verschwinden. Ich sage es noch einmal, das darf sich die Erfurter Abwehr durchaus als Plus auf die Spielkarte schreiben, dass es ihnen auch gelungen ist, die Bayern-Mannschaft, die Bayern-Angreifer sehr oft ins Abseits laufen zu lassen. Das ist ein Zeichen von Harmonie, von Übereinstimmung in der Erfurter Abwehr. War nur ein Flüchtigkeitsfehler von Kahn und das Tor war noch weit genug weg.
Taubmann. Na, immerhin eine Ecke holt er aus. Und dafür gibt's Beifall. Die Nowak-Ecke kommt gut, aber Fink ist der beste Hochspringer. Und Rizzitelli behauptet den Ball mit Haken und Ösen und Zickler spielt sie wieder aus, seine Schnelligkeit. Schmidt geht gut heran. Ja, also das ist dann schon die Schlussphase des Spieles. Mit viel, viel Beifall wird Steffen Kraus verabschiedet. Zuschauer erkennen seine großartige Leistung an. Mit einigen erstklassigen Paraden und herrlichen Reflexen hat er sicher einige Verlusttore mehr verhindert. Lisarussi, Ball ist noch im Spiel. Scholl. Zickler. Schön herausgelaufen. Gut gemacht. Schneider im vollen Tempo. Scheller rückt nach. Zug da. Und die Beinklammer ansetzen kann natürlich der Franzose Lisarussi auch. Also die von vielen, nicht nur Rot-Weiß-Fans, befürchtete haushohe Niederlage. Die scheint wohl nicht mehr im Bereich des Möglichen zu liegen. Dieses 1:3 ist ein absolut ehrenvolles Resultat für die Erfurter. Und auch ein Verlusttor mehr ist absolut auch mental zu verkraften. Das ist Ordneraufgabe, junger Mann. So ist es nun mal. Du musst der Verein den Polizeieinsatz bezahlen. Jetzt also in den letzten Minuten Heinrichs im Tor. Der Erfurter Mannschaft Dirk Heinrichs. Und das ist sicher für ihn eine ganz große Sache hier in diesem Spiel. Nun auch noch, und wenn es nur für ein paar Minuten ist, auf dem Rasen zu stehen. Heves, gut gespielt, Zubda, in den Lauf gespielt von Taubmann. Oh ja, da hat er sogar noch einmal Kahn zu einer Rauslaufparade gezwungen. Zusammenstoß war unvermeidbar. Aber die angeforderte medizinische Hilfe war überflüssig. Taubmann konnte weiterspielen, ja. Ja, klar, so kommen noch zwei Gruppen rein. Problematisch. Ja, das war die Bus. 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 Die Bus.
als Torwart dann vorne ansteht, hier weg und dann ab rein und weg. Und das ist so. Das ist also Strunz, der sich wieder einspielen will nach seiner langen Verletzungspause. Und der ja immer eine treibende Kraft im Bayern-Spiel gewesen ist. Thomas Strunz, ja auch schon mehrfacher Nationalspieler. Und sicher auch heute noch ein Kandidat von Berti Vogts für die Fußball-Weltmeisterschaft. Taubmann. Lokalisieren hier hat zu wenig geschaut, wie er gespielt hat. Vor die Tür am besten. Das hat alles gezweckt. Du kriegst sie nicht nach da hinten. Die können wir nicht auf die Bahn fahren. Das ist die Grimma. Das ist schon. Übrigens, Bayern München fliegt so schnell wie möglich nach dem Match zurück. Hat, wenn es nach 23 Uhr ist, auf dem Münchner Flugplatz, der sich Weltflughafen nennt, überraschenderweise keine Landeerlaubnis mehr. Und da ist schon vorbereitet, wenn sie also später als 23 Uhr über dem Luftraum München kreisen, müssen sie bis Innsbruck fliegen. Aber auch da ist organisatorisch alles vorbereitet. Und übrigens, in der Maschine wird auch Ronny Hebestreit mit Sitzen zurückfliegen. Und dann durch den Fehler von Schneider kommt es zur Großchance für Rizzitelli. Der macht es nicht selbst, sondern überlässt es dem mitgelaufenen Scholl. 85. Minute, das 4:1 für Bayern. Ja, das war natürlich ein klarer Fehler von Schneider im Vorwärtsgang, verliert einen leichten Ball. Die eigenen Mitspieler im Abwehrzentrum waren schon ein bisschen aufgerückt. Und da war es nun eine klare Sache. Mittlerweile, Sie sehen es, hat das Spiel wahren Volkssportcharakter angenommen. Vor allen Dingen die jugendlichen Zuschauer sind nun mehr oder weniger über die Zäune geklettert und schon im Innenraum versammelt, um vielleicht nach Schlusspfiff die Münchner Stars mal anzufassen oder, wenn sie ganz großes Glück haben, noch ein Autogramm zu erhalten. Zum Glück ist da alles gut, fair und sauber verlaufen, denn eigentlich sehen die Organisatoren von Fußballspielen das nicht so gern, wenn die Zuschauer bis an den Spielfeldrand herankommen. Aber ein wahres Ablösespiel, ein wahres Vorbereitungsspiel und auch fraglos ein wahres Freundschaftsspiel. Und da kann man das schon alles mal kritiklos hinnehmen. Strunz hat übrigens diese auffallend strohgelben Haare erst seit wenigen Monaten. Bayern wird Meister. Hat also sein Stammfriseur ein bisschen nachgeholfen. Jetzt ist er noch besser erkennbar als früher mit seinen normalen dunkelblonden Haaren.
Geht nicht mehr. Für Schiedsrichter Heinz Weber aus Eisenach seine bisher sicher größte Aufgabe. Er war dem Spiel ein absolut korrekter, mehr oder weniger auch unauffälliger Leiter, was meiner Ansicht nach immer die wichtigste Eigenschaft eines Unparteiischen ist. Und er hat es auch genau wie seine beiden Assistenten an den Seitenlinien ganz leicht gehabt. Schon das Sonntagsspiel, Regionalligaspiel der Erfurter gegen den Spandauer Sportverein, wird nach Lage der Dinge härtere, schärfere Konturen haben. Ja, Taubmann stand frei, aber auch im Abseits, keine Frage. Entscheidung des Unparteiischen hier untereinander Seitenlinie, Burkhard Pleske. Aus Kopanz war klar, das Spiel ist zu Ende. Ein schönes Erlebnis für die 20.000 im Stadion. Die Erfurter Fußballer können hocherhobenen Hauptes den Platz verlassen. Bayern München hat erwartungsgemäß mit 4:1 gewonnen. Und Thorsten Stahlberg, der Reporterredakteur von TV Erfurt, übernimmt das Mikrofon. Ja, und TV Erfurt möchte sich erstmal ganz herzlich bei Wolfgang Hempel für dieses schwere Amt bedanken. Das ist nicht einfach, so ein Spiel hier über die volle Länge zu kommentieren und nur aus einer Kameraperspektive. Aber wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und ich hoffe, Wolfgang Hempel wird auch in Zukunft mal gern bei TV Erfurt mal aushelfen. Ne? Ja, liebe Zuschauer, soweit unsere Aufzeichnung des gestrigen Highlights aus dem Steigerwaldstadion. Ich hoffe, Sie verzeihen uns die kleinen technischen Unzulänglichkeiten. Wir werden sie in Bälde ausgemerzt haben. Dass diese Sendung überhaupt möglich wurde, erforderte ein hohes Maß an Einsatz bei den Mitarbeitern aller an TV Erfurt beteiligten Firmen, als da wären Allied Media, Kirchhoff und Partner und Landesfilmdienst. Wir hoffen, diese Übertragung hat Ihnen ein wenig gefallen und wollen uns jetzt von Ihnen verabschieden. TV Erfurt. Man sieht sich. Steigen wir alle ein.